Jeder kennt es, jeder hasst es, den sogenannten Sticking Point. Das heißt, ich komme mit meinem Training nicht mehr weiter. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Pflanze. Ja? Das heißt also, eine Pflanze, denen irgendwas fehlt, die wächst nicht mehr. Und ihr wollt ja im Training auch wachsen, ihr wollt eure Leistung steigern. Und deswegen, bevor ihr das Trainingssystem wechselt, macht euch vielleicht erstmal der Gedanken, was es sein könnte, was euch fehlt. Was ich oft feststelle, manche Menschen schlafen einfach zu wenig, halten ihre Regenerationszeiten nicht ein, werden panisch, wenn es mal nicht vorangeht und schrauben das Volumen ins Unendliche hoch. Das sind alles so eine Punkte, ja. Zu viel Training kann ein Problem sein, das sogenannte Übertraining. Zu lasches Training, ich setze keinen überschwelligen Reiz mehr, nicht kontinuierliches Training, das heißt also, dass ich mich einfach nicht in regelmäßigen Abständen steigere, zum Beispiel ich war krank und dann trainiere ich 2 Wochen und wundere mich, warum ich nicht vorankomme. Ist klar, nach den 2 Wochen wirst du gerade mal deine alte Leistungsfähigkeit wiederhergestellt haben. Ja? Also zu viel, zu wenig, zu lasches Training, Regenerationszeiten, dann was auch oft der Fall ist, dass keine Körperpflege betrieben wird im Sinne von Mobility, Dehntraining oder ähnliches, das können alles Ursachen sein und natürlich die Nährstoffe. Also führt ihr euren Körper in regelmäßigen Abständen die richtigen Nährstoffe zu. Das heißt nicht, dass ihr nicht cheaten dürft oder dass ihr mal was Ungesundes essen dürft, sondern einfach 90% oder 80% eurer täglichen Ernährung sollte einfach gesund sein. Den Rest könnt ihr auch mal was Ungesundes essen, aber wenn es andersrum ist, dann kann der Körper auch nicht wachsen. Dann seid ihr vielleicht auch zu lange oder zu kurz in eurem Trainingssystem. Das heißt, es gibt von PIT angefangen, über Push-and-Pull-Programme, über Hypertrophie und was weiß ich nicht alles, gibt es ja Millionen von Trainingssystemen. Manche sind einfach zu lange in einem System drin und wundern sich, dass sie dann keinen neuen Reiz mehr setzen können und andere wechseln jede Woche ihr Trainingssystem. Darüber solltest du dir auch mal Gedanken, ob das vielleicht zu extrem ist. So alle 5, alle 6 Wochen, auch mal alle 8 Wochen, aber dann sollte ich mal das System anpassen, neue Trainingsreize setzen. Ja? Dann zum Beispiel, was bei mir extrem ist, welcher Muskelfasertyp bist du? Ein schnellkräftiger Typ braucht kurze, intensive Einheiten mit langer Regeneration. Ein ausdauernder Typ, so wie ich, ja, der kann relativ häufig trainieren und braucht auch ein bisschen längere Sätze. Ich mache meistens bei 5, 6, 7 Wiederholungen nicht unbedingt so die Fortschritte wie bei 15, teilweise 20 Wiederholungen. Das ist aber typabhängig, ja. Was gibt's noch? Ja, was viele auch nicht machen, ist Zyklisierung. Zyklisierung. Das bedeutet einfach, du kannst nicht immer raufhauen, sondern du musst auch mal eine Deload-Woche einlegen oder auch mal Wochen, an denen du dich langsam an höhere Belastungen rangehst. Die sogenannte Variation ist auch wichtig. Ja? Also das sind alles so Punkte, die solltest du vielleicht einmal abchecken, bevor du das Trainingssystem wechselst. Und wenn du das alles machst, dann hilft dir vielleicht einfach mal ein neuer Trainingsplan. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen mir Gedanken gemacht und vielleicht, um mal einen neuen Reiz zu setzen, einen etwas ungewöhnlicheren Trainingsplan aufgeschrieben und den werde ich dir jetzt vorstellen. So, genug Geschwafel, jetzt geht's los ins Gym und ich stelle euch meinen aktuellen Trainingsplan vor und vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr gerade ein bisschen stagniert, den einfach mitzumachen. Ciao, ciao. So, erkennt ihr noch diesen Mann hier? Hallo, ja, wer ist es? Wer ist es? Das ist der Dicke aus dem Dezember. Genau. So, am Sonntag geht's für dich auf die Waage und wir werden jetzt nochmal richtig trainieren. Bevor am Sonntag Tag der Abrechnung ist, also freut euch aufs Video. Sind das schon 20 Kilo weniger in, also ein bisschen über die 10 Wochen rüber, in 11 Wochen. Tja, yeah. Jetzt ist guter Rat teuer. Jetzt ist guter Rat teuer. Aber anderes Thema. Du trainierst hier gerade und ich habe gerade festgestellt, vor ein paar Monaten gab es einen kleinen Sticking Point. Das war so ziemlich vor einem Jahr. Richtig. Und den haben wir durchbrochen. Und zwar indem wir was gemacht haben, weißt du das noch? Ausdauer weg. Genau, wir haben das Ausdauertraining nicht ganz gestrichen, aber du hattest zu viele intensive Einheiten. Und jetzt kommt der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe angefangen, Buch zu führen. Genau, du hast, wir haben Trainingsbuch also besser und regelmäßiger geführt. Und gerne immer ganz ehrlich überhaupt geführt. Vorher habe ich keins geführt. Ja, stimmt. Ich habe manchmal ein bisschen für dich mitgeführt. Ja. Genau. Und generell, wenn ein Sticking Point da ist, dann erkennt man den überhaupt erst mit dem Trainingsbuch. Manche denken, sie haben einen und haben gar keinen. Absolut richtig. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht damals. Und mit diesem Trainingsplan sind wir auch wieder eingestiegen jetzt. Wir haben 20 Wiederholungen beim Kreuzheben gemacht. Dieses Gewicht plus 20% und dann runter auf 10 Wiederholungen und jede Woche 2 Wiederholungen mehr ist das Ziel. Ja? So danach kommt eine Deload-Woche, eine Regenerationswoche, wenn er das geschafft hat, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. So steigert man sich halt um 20%. Das heißt, man fängt an zu zyklorisieren. Was auch immer. Ja, soll ich mal mit aufs Bild kommen hier? Komm doch mal mit aufs Bild. Komm mal mit aufs Bild. Hallo. Also, man fängt an. Hallo, da bin ich. Guck mal, da bin ich. Zu zyklorisieren, zu phosphorisieren und ab und zu auch zu masturbieren. Das müssen wir streichen, das darf man nicht sagen. Nee, masturbieren kannst du ruhig sagen, glaube ich. Ja, okay. So, und dann geht es weiter mit Bankdrücken. Bankdrücken mache ich nach genau dem gleichen Prinzip. Also nur mit 15 Wiederholungen. Erhöhe dann um 15%, nicht um 20%. Und gehe mit der Wiederholungszahl runter auf 8. Versuche mich dann zu steigern um 2,5 Kilo. Oder was ich bei Bankdrücken auch ganz häufig mache, ich steigere mich jedes Mal um 2,5 Kilo. Das mache ich da auch ganz gerne. Da variiere ich immer so ein bisschen, das entscheide ich immer nach dem Training direkt, was ich von beiden mache. So, danach geht es ganz klassisch weiter mit Push and Pull. Overhead Press, 10 Wiederholungen. Wenn ich die geschafft habe, mehr Gewicht, und dann fülle ich das in den nächsten Trainingseinheiten wieder auf, bis 10 und dann wieder um 2,5 Kilo steigern. Im Wechsel mit vorgebeugten Rudern. Dort mache ich allerdings 15 Wiederholungen nach genau dem gleichen Prinzip. Ja, 3 Sätze, immer im Wechsel, relativ zügig hintereinander weg. Dann geht es auch schon weiter. Klimmzüge, Dips, Seitheben, Schulterblast und Facepulls in einer schönen Runde. Und das ist dann einfach der Ausbrenner. 1 bis 3 Runden machen wir davon. Und Training B ist genau das gleiche, nur am Anfang statt mit Kniebeugen mit Kreuzheben. Ja, was macht denn der Alex da? Dem Alex ist schlecht. Aber das Trainingsprogramm haut doch ganz schön rein. Okay. Aber keine Ausreden, meine Freunde. Ab ins Gummi. Also auch nicht zu zählen. So, weiter geht's mit Dips. Drei. Das war der Geist. Alter Scheiße. Oh Gott, kommt mir echt super hart vor. Ich muss gleich kotzen. Oh. So, davon 3 Runden und dann klappt es auch mit der Nachbarin. Das sag ich dir. Oh. Oh. Sie dürfen. Oh. Bist du drauf? Ich bin sowas von drauf. Okay. Mehr Trainingspläne gibt es übrigens noch bei Austria Sport. Ich verlinke euch das da oben. Trocken im Mund. In diesem Sinne, lasst einen Daumen da. Like den Kanal. Ciao, ciao.